So, los geht das Mähen.
So, Nummer 1. Hallo oder Tere, wie man hier in Estland sagt. Wir sind hier in Hirmuste auf der schönen Insel Hiiumaa in Estland. Sommer 2020. Gerade eben habe ich die erste Hälfte gemäht von der Wiese, die wir hier haben. Womit habe ich das Ganze gemacht? Mit dem Yamaha Kodiak oder mit der Yamaha Kodiak. 19 PS, 450 Kubik. Hinten dran über die normale Kupplung der Jansen Mulchmeer, hier ist die Bezeichnung genau, AT 145, glaube ich, genau. 22 PS. Wenn wir die Kiste gleich anschmeißen, dann merkt man schon, was da abgeht. Ja, wir werden jetzt den zweiten Teil mähen. Und zweiter Teil heißt, wir haben hier insgesamt circa knappe 20.000 Quadratmeter Wiese, also knappe 2 Hektar. Und das, was ich eben gemäht habe, war der erste Teil. Aber jetzt kommt der sehr viel größere Teil. Und das heißt, das wird von hier vorne aus losgehen, zwischen den Bäumen entlang. Hier weiter durch, hier weiter durch. Immer schön der Hand folgen. Ja. Hier entlang am Zaun. Über was wir hier reden, ist teilweise wirklich, ja, nicht nur Gras, sondern ich glaube, das sind auch kleine Kiefern, die wir hier haben oder so, Kiefersetzlinge oder sowas. Aber auch sehr schöne, wie man sieht, sehr schöne Blumen, nicht? Ja, hier geht es dann weiter einmal drumherum. In diese Richtung, wie heißt es so schön, diese Richtung, die ich zeige. Ja, 300, 400, 350, einigen wir uns auf 350. Und zwar da vorne ein Stück weiter noch, nee, eigentlich auf der Höhe, genau, auf der Höhe von dieser Birke, die man da vorne sieht. Und dann da wieder links rein. Naja, wollen wir sehen. Boah, eine Stunde, dreiviertel Stunde auf jeden Fall. Mal gucken. Jo, ist halt hier echt Natur, ne? Ist halt Natur. Und naja, im hinteren Bereich sind noch einiges an umgekippten Bäumen. Das wird aber ein anderes Video sein. Heute ist nur Mähen angesagt. So, dann schmeißen wir die Kiste mal gleich wieder an. Ich knubbel euch mal an die vorne an das Quad wieder ran. So, und das war's an Erklärung. Das wird gleich alles laut. Und dann kann man eh nichts mehr sagen. Und ihr seht, Safety first, nicht? Dass man mich hier auch sehen tut. Dann trage ich, wie es sich gehört, eine anständige Sicherheitsbrille, weil weiß ich denn, was mir vielleicht hier noch um die Ohren fliegt. Ja, da das ein bisschen lauter wird, auch ein paar Mickey-Mäuse, wie es so schön im Jargon heißt, also Ohrenschützer. Ja gut, und Deckel mit so einer Sonne haben wir jetzt nicht unbedingt viel, aber es ist hinten nochmal ein kleiner, da sieht man das, kleiner Schutz hinten dran. Naja, und dann braucht man nicht unbedingt, aber ein paar Arbeitshandschuhe. Ne? Maschinen sind beide vollgetankt, Quad braucht immer mal ein bisschen Öl. Das habe ich aber eben auch nochmal nachgeguckt.
Ja, ansonsten werden wir hier im Low-Gang unterwegs sein, Low, High, Neutral, Rückwärtsgang parken, Low und ah, wir können es mal anmachen. Sieht man hier nochmal auf der Seite die ganzen einzelnen Ganganzeige. Und dann ja, hat man hier praktisch das Handgas. Habe jetzt eingestellt auf Allradantrieb, weil wir genommen hier nicht schnell fahren werden. Weil der Meer dann nicht gut mäht. B, weil das eh so ist, dass der Meer ganz schön schwer ist. Da das Quad schon ganz schön dran zu kämpfen. Und C, natürlich hier ist das alles knubbelig und geht aber natürlich dann ganz schön auf die Motor. Auf dem Motor und naja, gucken wir mal. Handgas. Hier ist diese Umschaltung Hinterradantrieb oder Allrad. Wenn man so rum umschaltet, kann man hier noch Differential einschalten. Das ist Bremse, Bremshebel vorne, Bremshebel unten. Hier ist Tachometer on/off. Das ist die für die vordere. Für die vordere Seilwinde. Blinker hat das gute links-rechts. Hier ist Joke. Hier machen wir an. Hier ist Notaus. Die Lichter. Hier nochmal Bremse. Das ist es schon. Eigentlich ist ganz einfach das Ding. Okay. Let's get ready to rumble. Schön festmachen hier. Wenn man das Teil anmacht, muss man entweder neutral oder Parkgang sein. So. Benzin on ist auf. Power. Sound vom Meer hinterher.